15. bis 18. März öffnete die Leipziger Buchmesse ihre Pforten für Lesehungrige, Autoren und Verlage. Zum ersten Mal überhaupt nahmen dieses Jahr die Stiftung Europa Terra Nostra und der NPD-Parteiverlag Deutsche Stimme daran teil. Mehr als 2600 Aussteller aus 46 Ländern waren vertreten. Neben DS und ETN sorgten auch konservativ-patriotische Verlage wie Antaios und Kompakt dafür, dass die Mainstream-Medien diesmal nicht unter sich bleiben konnten. Die Anwesenheit sogenannter rechter Verlage hatte im Vorfeld der Buchmesse zu heftigen Kontroversen geführt. Ein obskurer Verein namens Verlage gegen Rechts hatte gegen die Teilnahme der nonkonformen Medienangebote Stimmung gemacht. Linke und politisch korrekte Meinungswächter forderten gar den Ausschluss der unliebsamen nationalen Aussteller. DS-Chefredakteur Peter Schreiber nahm es gelassen und bedankte sich für die unfreiwillige Werbung seiner Gegner. Es gibt auch viele, die Debatte im Vorfeld dementsprechend mitbekommen haben. Diese Proteste, die da von Verlage gegen Rechts organisiert wurden. Und die sagen, es ist ja eine tolle Werbung für euch, wir können das gar nicht verstehen, es gehört doch zu einer Buchmesse dazu, dass da verschiedene Meinungen vertreten sind, die auch nicht begreifen, wieso man wegen einer Handvoll rechter Verlage überhaupt so einen Aufstand macht. Die Kooperation von ETN und Deutsche Stimme Verlag wirft die Frage auf, welche Ziele verfolgen beide Organisationen? Warum nehmen sie an der Buchmesse teil und welche Aufgabe kommt in diesem Zusammenhang eigentlich der Stiftung Europa Terra Nostra zu? Hören wir hierzu den stellvertretenden ETN-Vorsitzenden Jens Püse. Europa Terra Nostra ist eine europäische Stiftung, ja, die also in Berlin ist die gegründet worden, hat auch den Sitz in Berlin. Wir haben also auch eine Zweigstelle in Brüssel und unser Vorstand von Europa Terra Nostra setzt sich aus 8 verschiedenen Nationen zusammen, europäischen Nationen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben oder als Ziel gesetzt, Patrioten aus ganz Europa zusammenzubringen, in eine Diskussion zu treten, Patrioten zu vereinen und auch daran zu arbeiten, dass die Probleme zwischen den einzelnen Völkern, die ja nach wie vor bestehen, ich sage mal Beispiele zwischen Serben und Kroaten, zwischen Rumänen und Ungarn aus alten Zeiten, da geht es um Grenzstreitigkeiten, aber auch zwischen Deutschen und Polen, dass wir über diese Dinge versuchen hinwegzukommen, um quasi uns zu vereinen für einen gemeinsamen Kampf, für ein europäisches Europa, um unsere Völker zu erhalten. Während der DS-Verlag natürlich vor allem für die Monatszeitung Deutsche Stimme warb, stellte die ETN ihre neuesten Buchpublikationen vor. DSTV sprach mit dem NPD-Europaabgeordneten Udo Vogt, unter anderem über sein neues Buch Einer für Deutschland, in dem er über seine Erfahrungen aus dem EU-Parlament berichtet und befragte ihn nach seinen Eindrücken von der Messe. Es ist für mich etwas Besonderes, nach all diesen Anfeindungen, auch von vergangenen Buchmessen in den letzten Jahrzehnten und den Schreien, die wir jetzt gerade im Hintergrund hören, zu zeigen, dass es gerade ein Kennzeichen der Demokratie wäre, auch andere Meinungen kundzutun und zu äußern. Und ich bin stolz darauf, dass wir uns entgegen dieser immer wieder auftauchenden linken Gewalt und Bevormundung hier einmal klar und deutlich platzieren können und unsere Meinung sagen. Während am Sonnabendnachmittag zahlreiche Besucher der Buchmesse anlässlich einer Signierstunde die Gelegenheit zum Gespräch mit Udo Vogt wahrnahmen, stand am Sonntag der bayerische Nationaldemokrat Sascha Rossmüller, Autor der Neuerscheinung Europa kontra EU, Rede und Antwort. Wir wollten von ihm wissen, wie in ihm der Gedanke reifte, unter die Buchautoren zu gehen. Indem ich viel lese und eigentlich die wesentlichen Aspekte und Punkte, die ich für wichtig erachtete, in der umfangreichen Literatur nicht fand. Das war eigentlich der Hauptauslöser, um sie selbst dann niederzuschreiben, weil ich mir dachte, vielleicht geht es anderen auch so und vielleicht fülle ich hier eine politisch-inhaltliche Marktlücke. Doch wie gehen DS und ETN mit ihren Kritikern um? Was wäre zu erwarten, wenn die Rechten, wie es so oft heißt, an Einfluss gewinnen? Würde damit das Ende der Meinungsfreiheit eingeläutet? Es kommen auch sehr viele Kritiker an den Stand, aber das ist auch in Ordnung. Wir wollen hier in den Dialog treten, wir können hier Argumente austauschen, wir sind auch offen, wir sind keine Dogmatiker. Ganz im Gegenteil, wir sind die letzten Steigbügelhalter der Demokratie in dem besetzten Land Bundesrepublik, indem wir immer wieder an Prozessen beweisen, dass wir nicht zu verbieten sind, dass wir demokratisch sind, dass wir eine Politik machen, die auch ihre Akzeptanz verträgt und wo jedes Gericht sagen muss, Chancengleichheit für alle, auch für die NPD. Einen großen Raum nahm in der Berichterstattung im Vorfeld auch die Frage des Verhältnisses der verschiedenen konservativen, patriotischen und nationalen Verlage untereinander ein. Ja gut, also die Verlage, die jetzt noch hier sind, wie Antaios oder das Kompaktmagazin, also da sieht man schon an der Kundschaft sozusagen, dass die
sehr gerne sowohl dort sich informieren als auch bei uns am Stand der Deutschen Stimme. Und zumindest von der Leserschaft her kann man das, denke ich, so sagen. Wir stehen also da grundsätzlich schon in der richtigen Ecke, wenn man so will. Was ein bisschen schade ist, ist natürlich, dass die junge Freiheit von ihrer Möglichkeit, sich hier zu präsentieren, nicht Gebrauch gemacht hat. Ich stehe ja hier quasi an der Stelle, wo die JF sonst stehen würde, weil sie eben nicht mit uns in Verbindung gebracht werden möchte oder weil sie sich in der Nähe eines rechtsextremen Blockes wähnt, von dem sie sich offenbar distanzieren möchte. Das halte ich eigentlich nicht für besonders souverän, dieses Verhalten. Auch die am Rande aufkeimenden Proteste von Antifa und selbsternannten Gesinnungswächtern konnten also an der positiven Bilanz, welche die teilnehmenden patriotischen Verlage aus ihrer Präsenz an der Buchmesse ziehen konnten, nichts mehr ändern. Aber wird dies ein einmaliges Ereignis bleiben? Oder werden zumindest Deutsche Stimme und ETN wiederkommen? Wir haben Blut geleckt, möchte ich mal so sagen. Also ich denke, wir werden hier noch öfters vertreten sein. Wäre schön, wenn sich das zu einer Institution entwickelt.